Ich habe mir ein neues Kleid gekauft und wollte es eigentlich einweihen, weil... Ja, das Setup steht, Leute, denn heute haben wir nicht nur ein Obey, sondern ich weihe mein neues Kleid ein, weil wir in der Endseason-Phase von der Cosimi Sommerreihe sind. Und wir starten heute rein mit einer ganz besonderen Sache, Leute, nämlich meinem ersten Date auf Roblox mit einem ganz coolen Typen. Der ist ja aber mal richtig lecker und deswegen würde ich einfach sagen, fangen wir einfach an. Unser erstes Date auf Roblox! Und ich habe mich sehr gut aufgemotzt. Ich sehe schon, heute sind wir sehr spendabel unterwegs. Stevie! Steven Angelina, Hashtag Steven Angelina. Sehr, sehr tolles Couple. Und by the way, du siehst ganz süß aus, ne? Also ich meine... Er holt uns sogar die Tickets, ne? Und ich meine, so sehe ich nicht aus. Wer hat das dahin gekritzelt? Was ist mit Angelinas neuem Outfit, Leute? Ich habe leider keine Robux, um ihr das gleiche Outfit zu kaufen. Aber Stevie, du bist ja aber mal so ein richtig feines, putziges Kerlchen. Da seht euch das an, Leute. Eine Kopfmassage gerade zu Beginn des Films. Toll. Prächtig. Und ich meine, du siehst echt süß aus. Passt, by the way, zu meinem Outfit. Ich habe mich... nur für dich so aufgemotzt, ja? Also ich meine, ist nicht der Rede wert. Stevie! Und der Einzige, den ich beinahe geküsst hätte, war Stevie. Wow, Mopsgesicht Stevie. Und wie ich es jetzt gerade vor Augen habe, steht auch die Ticketkasse direkt vor uns. Und da ist einfach so eine Riesenschlange. Und du nimmst das alles auf dich, nur um mit mir auszugehen. Oh, Stevie! Wir alle wollen das. Ja, Mädchen wünschen sich das alle mal. Und... was? Empfangsdame? Okay, habe ich was verpasst? Oh, okay, wir sehen sehr gut aus. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen wahnsinnig gut aus. Zwei Tickets, zwei Leute. Zwei. Danke, Empfangsdame. Steve ist einfach so mega gehypt, dass wir heute zusammen ausgehen. Ja! Oh Mann, in einem Dinosaur-Film. Ja. Ich hoffe, wir kommen nicht spät. Nein, Stevie, dafür sorge ich schon. By the way, wundert euch nicht, wieso ich nicht immer alles mitlese, Leute. Ich finde, die meisten Obeys, die sind einfach so anstrengend deswegen. Also wirklich, Leute. Okay, also hier die Levels, die sind wirklich anstrengend, Leute. Ich sag dir ja, dass sie anstrengend sind. Ich hab's ja gesagt und was mich am meisten nervt, ist, dass man halt immer die Perspektive wechseln muss. Also Leute, First Person, das ist so gar nicht mein Ding. Und by the way, ich finde, das ist ja sehr kreativ gemacht. Und welches Kino hat zum Teufel bitte so einen Teppichboden? Das erinnert mich an die Templates aus dem Sims Kinderzimmer. Wisst ihr noch? Ich liebe einfach Obey Creator, Leute. Ich liebe Obeys. Wirklich. Ihr seid einfach so kreativ in allem. Wirklich in allem. Und das Beste ist, hier gibt es sogar noch Drinks umsonst, Leute. Also,
Ich dachte umsonst. 499 Robux für einen Drink! Okay. Okay, okay. Wir wollen uns nicht so drüber aufregen. Entspannungsstrategien, Leute. Okay, okay. Ich schaff das, ich schaff das. Nicht übers Popcorn ausrutschen. Leute, das ist Popcorn mit Butter. By the way, ich meine, als ob ich mir sonst so einen Aufwand machen würde. Unsere Tickets sagen, dass sie da drüben sitzen, okay? Sie sagen es. Mystische Stunde mit Angelina. By the way, hurry. Okay, du bist bilingual, also steht total auf Jungs, die das abkönnen. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, sitzen wir hier? Und da hat sie einfach perfekt gesitzt und sich perfekt gesetzt. Oh mein, der Film fängt an. Das ist so romantisch, Steve, wirklich. Ein weiterer Leckerbissen für unsere Reihe, Indiana Jones. Und so seht ihr, wie es auch mit meiner Kamera ist. Wow! Ich hasse 3D. Leute, nicht nur, dass das mal Make-up versaut, sondern auch. Hier im werten Leben ist. Was? Wie ist das alle möglich? In hier, Leute, in hier. Im Jetzt und hier. Ich habe alles unter Kontrolle, weil wir schon viele Obeys gespielt haben. Von wo wissen die das? Die haben meine Videos geschaut. Ah, das ist Appreciation, Leute. Oh, Stevie, du brauchst keine Angst zu haben und nicht beim ersten Date. Leute, wow. Ich spüre die Chemie zwischen uns. The chemistry is there, also Steve. Steve, einfach nur Stevie! Wieso tust du das? Wieso tust du mir das an? Wieso muss ich auf deinen Zehen stehen? Wieso? Oh Mann, und ich dachte, wir könnten endlich mal ein Obey spielen, ohne dass das alles passiert! Was habe ich falsch gemacht? Steve, was hat dieser Obey-Ersteller falsch gemacht? Euer Ernst? Ich muss Anlauf nehmen, Leute. Und ich meine, ich habe dieses Outfit jetzt nicht zum Sport machen angezogen. Steve, du bist einfach nur eine totale Enttäuschung, ey. Also wirklich. Ja, klasse. Beim ersten Date völlig verschwitzt. Das passt einfach perfekt, Leute. Ich hasse diese Obeys, wo man sich so überanstrengen muss. Also echt. Nein, ich werde mir jetzt nicht mehr die Möglichkeiten von 1 zu 100 ausrechnen. Stevie! Wie das Date hätte ausgehen können, hättest du einen normalen Start hingeblättert. Ja. Also Leute, ist einfach immer so, ich und Männer, das funktioniert auf Roblox sowieso nicht. Ja, also wirklich toll. Ich habe mir so viel Mühe gemacht, damit wir Scheiße treten, Steve! Das einfach nicht. Rein medizinisch betrachtet, Leute, als professioneller Veterinär kann ich sagen, dass ich überhaupt keinen blassen Schimmer habe von Monkey World! Monkey World! Monkey World! Collect the gems! Collect the gems! Leute, Leute, Banana Split. Also, oh. Ich dachte gerade, Leute. Also ich muss halt sagen, Schwierigkeitsgrad ist ziemlich schwer einzuschätzen bei dem Obey. Ich finde den halt nicht sonderlich leicht. Also wieso falle ich gleich wieder hin? Aber ich finde ihn auch nicht sonderlich schwer. Und by the way, das hier sind wirklich ganz tricky Stellen. Ich mag sowas nicht. Oh Mann.
Ich finde es jedenfalls schon ein bisschen leichter als den letzten Obey, den wir gespielt haben. Aber Leute, ich liebe alle Obeys gleich viel. Also Leute, was müssen wir hier tun? Tut mir leid, dass ich heute so voll erstaunt bin, aber mein allererstes Date und wir werden in einem Film geportet und der kümmert sich nicht um uns. Oh mein! Okay, jetzt weiß ich, was es heißt, völlig verschwitzt zu sein. Oh! Aber wieso willst du wieder in die reale Welt? Möchten wir wirklich in die reale Welt zurück? Möchten wir das? Ich weiß nicht, ob wir das möchten. Stevie, was sagst du dazu? Ein wunderbares erstes Date. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Romantisch, aufregend, brisant. Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Ich weiß, dass ich gut aussehe, danke. Und ich bin der Wahnsinn. Ich? Geschüttelt oder gerührt habe ich ehrlich gesagt jetzt so gar keinen Bock. Nein, ich bin nach wie vor geschüttelt, Leute. Und diese Tapete, die triggert mich einfach so krass. Wieso sind wir in der realen Welt? Ich habe so viel Spaß gehabt, wirklich. Bis auf die Tatsache, dass das wirklich der Fake-Dino des Jahres ist. Es gibt sie! Natürlich gibt es uns! Hallo, es gibt uns... Ich ruiniere gar nichts, du hast mein Date gesprengt. Ich weiß, dass das schlecht ist. Ernsthaft? Wir brauchen doch ein bisschen Zeit für uns. Das juckt mich doch nicht, dass der Typ hier einfach... Habe ich schon erwähnt, dass die Typen in Uniform eigentlich auch ganz süß aussehen? Kein Grund, eine Waffe nach mir zu richten. Damn. Wie gerate ich immer in solche Situationen? Stevie, du sollst mich tragen! Okay, ich wusste nicht, dass unter Wasser jetzt mit Giftstoff gefüllt ist, aber okay. Wie aufstehen wir? Ich dachte, das ist nur ein Traum, Mann. Du. Genauso habe ich mir mein erstes Date vorgestellt, Leute. Genauso. Keine Ahnung. Aus der Zukunft! Nein, Angelina Cosimi braucht gar nichts, denn sie kann alles. Wir brauchen keine Luft, Leute. Unsere Aura tut das alles schon. Ja, ich weiß, ich weiß. Unser Date ist Abfall! Mann, wieso tust du mir das an? Wieso, Mann? Und by the way, Indiana Jones war mir lieber als du. Ja, was soll ich sagen? Okay, Steve, Giftmüll, das ist genau das, was ich mir so fürs erste Date vorgestellt habe. Ah, vielleicht ist der Obey hier doch schwieriger, als ich dachte, Leute. Oh, Steve, ich habe keinen Bock mehr. Das ist das elendste Date, was ich jemals hatte. Oh Mann, wieso müssen Jungs mich eigentlich immer so nerven? Ich verstehe es nicht, Leute. Och, wir hätten auch ein Lobster essen gehen können, ne? Ich bin nach wie vor Team Penguin, aber...
Langsam oder sicher, weiß ich nicht, ob es eine gute Idee war. Aber ich habe mich auf Always spezialisiert, Leute. Ihr habt es schon gehört. Was hat Stevie uns nämlich gesagt? Ja. Und Hü-ha. Hü-hot. Komm, komm. Wieso springt er nicht, Leute? Ich meine, ganz... Moment. Okay, so funktioniert das. Gut zu wissen. Oh, wir haben einfach von Spongy. Das ist ja hammer cool, Leute. Woher wusstet ihr, dass ich das damals als Kind geschaut habe? Mann, Steve, dein Profil. Das ist wirklich deine Schokoladenseite. Also wirklich, ja. In die reale Welt. Ein Portal zum nächsten Film. Noch mehr Filme? Nein, danke. Wie du meinst. Ein Träger. Die einzigsten Träger hier sind hier, klar. Dem Beat. By the way, Leute. Das ist Style on Fleek. Was tut ihr da? Ich meine, euch hat es die Sprache verschlagen. Ich weiß, Angelina ist halt top gestylt, aber Leute, das ist doch mal ein Fall für das nächste Video. Wie verpasse ich euch ein perfektes Umstyling? Was soll ich dazu noch sagen? By the way, das hat was wirklich. Also, das hat wirklich was, Leute. Tja. Was soll ich sagen? Reichtum währt am längsten. Oder ewig in diesem Fall. Was steht hier? Ewig Reichtum, ewig Mumie. Ich war ja schon immer ein Fan von diesem ganzen Kitschkram. Ist kein Sperrgebiet, nein. Schießen? Ich hab nichts zum Schießen, Mann. Außer diesen Armreif hier vielleicht. Wieso? Ich wollte doch nur ein schönes Date haben und jetzt müssen wir hier durch einen versifften Teich. Das ist feucht, das ist einfach schlecht für meine Haare. Ich habe mir den Sommer ganz anders vorgestellt, Leute. Och, Mann. Wieso tut ihr mir das an? Okay, es ist schwierig, wenn man ein gutes Outfit hat, sich dann auch noch hier rumzuschlagen. Also wirklich, Leute, ich hasse Steve. So langsam oder sicher. Ich meine, ich habe so viel für dich getan, ne? Und so dankst du es mir, also Steve, wirklich. Das ist echt nicht fair. Okay, wo wir schon gerade dabei sind. Wo wir in woanders hin können. Macht das Sinn? Was macht bei diesem Date bisher überhaupt noch Sinn? Du bist einfach die schlechteste Begleitung, die ich jemals hatte. Aber du hast wirklich die Ausstrahlung eines Gottes und deine Stimme, dein Gemächt, also wirklich, Leute. Wir sehen uns vielleicht irgendwann anders wieder. Ich weiß echt nicht wann, Leute. Und Steve, trage mich auf Händen. Also wirklich, das erwarte ich. Wer weiß, was jetzt kommt, Leute. Oh, wir sind schon wieder da. Und tatsächlich gibt es hier keinen Ausweg.
Die innere Erleuchtung vielleicht? Wenigstens hatte Steve einen Rotstift dabei. Das ist doch schon mal etwas, Leute. Na, da bin ich echt mal gespannt. Was? Das ist nicht sein Ernst, Leute. Wo gehst denn du hin? Du kannst mich doch hier nicht einfach so blöd stehen lassen. Muss ich dazu eigentlich noch was sagen? Ich meine, Steve, es war so schön, dich kennenzulernen. Und ich meine, wow, deine Einladung, das war wie, das war einfach wie, ich weiß nicht, wie das war. Okay, so, also, ich meine, wo wir schon mal gerade dabei sind, Steve, es ist doch so schön mit dir. Ich meine, Steve? Steve! Hallo! Steve? Yo, Steve, give us a lift, hä? Ja, Leute, Steve ist ins ewige Eis gefangen und das Licht meines Herzens hat ihn eingehüllt in... Ja, klasse, ich meine, wer freut sich nicht? Ich meine, hallo, Steve, wow, Junge, Steve, hörst du mich? Hier, ich bin's, dein erstes verschmähtes Date. ja, da Steve nicht mehr ansprechbar ist, Leute, würde ich einfach sagen, gehen wir zurück ins Kino und schauen uns einen anderen Film an. Und tatsächlich beende ich damit auch das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über eure Rückmeldung. Die Obey Crew macht sich dann mal vom Staub. Bis bald!